Hallo liebe Zuschauer, ich bin heute kulturell für Sie unterwegs. Ich freue mich darauf und ich frage Ivo mal, wo er mich heute hin entführt. Marlies, dort hinten befindet sich die Akropolis von Rhodos. Die ist schon über 2200 Jahre alt und die werden wir uns jetzt anschauen. Komm! Genau das tun wir und räumen noch ein Missverständnis aus dem Wege. Denn nicht der höchstgelegene Tempel einer Stadt wird als Akropolis bezeichnet, sondern die Oberstadt mit ihrem gesamten kulturellen Bereich. Besonders gut erhalten sind hier das Odeon, Spielort für antike Dramen, und das Stadion, vorolympische Wettkampfstätte. Und über allem thront der Apollon-Tempel, leider nur rekonstruiert, aber hier wird jedem Besucher schnell bewusst, welch gewaltiges Bauwerk der heiligste aller Tempel war. Nur unweit, aber unterhalb des Apollon-Tempels, wurde den anderen Göttern gehuldigt. Hier Artemis, der Jagdgöttin. Das war mein Ausflug in die Antike von Rhodos. Hier fanden früher die vorolympischen Spiele statt. Es ist schon eine beeindruckende Stätte. Apropos Städte. Ivo, was machen wir morgen? Morgen werden wir einen schönen Bootsausflug machen und besuchen eine Stadt auf einem anderen Kontinent. Da freue ich mich drauf. Tschüss, bis morgen.